Heute schauen wir uns schon das vierte Mal an, was euch an aktuellen Videospielen nicht gefällt. Denn ganz offensichtlich gibt es noch mehr, worüber sich so mancher ärgern kann. Nicht pausieren können. Das ist etwas, was einige von euch stört. Zum einen geht es um Cutscenes, die die Story eines Spiels vorantreiben. Es ist richtig blöd, wenn es plötzlich an der Tür klingelt oder jemand anruft und es gibt keine Möglichkeit, die Sequenz zu pausieren. Panisch drückt man irgendwelche Knöpfe und überspringt die Szene im schlimmsten Fall ganz. Andersrum lassen sich Zwischensequenzen in einigen Spielen auch gar nicht überspringen, was gerade bei mehreren Versuchen oder auch beim wiederholten Durchspielen nerven kann. Aber auch nicht pausierbares Gameplay kann massiv nerven und einem gerne mal den Fortschritt rauben. Bei Online-Games hat da ja sicher jeder Verständnis für, schließlich geht's nicht anders. Aber bei Singleplayer-Games? Wenn ich in Outriders alleine unterwegs bin, sollte das doch möglich sein. Das gleiche gilt für Dark Souls oder Demon's Souls. Ich bin mitten im Bosskampf und plötzlich kommt der Paketbote. Möchte ich nun mein Paket haben oder eine Chance, den Boss zu besiegen? Immer diese Entscheidungen. Das Internet. Ja, das Internet. Ich meine Newsseiten, Twitter, Instagram und natürlich auch YouTube. Es ist ja toll, dass uns so viele Informationen zur Verfügung stehen, aber manchmal ist es einfach zu viel. Auch Entwickler spoilern in Trailern gern selbst Teile der Story ihres Spiels, um Interesse zu wecken. Manchmal sind es aber auch irgendwelche Leaks oder Aufreger, die die Runde machen und dafür sorgen, dass man Dinge über ein Spiel mitbekommt, die man ganz gerne lieber selbst erlebt hätte. Stattdessen bekommt man hier und da einen Infohappen oder direkten Spoiler in Videos oder Kommentaren serviert. Gerade bei Spielen mit einem starken Story-Fokus ist das einfach nur schade. Und für Leute, die nicht alles Day One spielen wollen, auch mal ärgerlich. Soll man wochenlang das komplette Internet meiden, um nicht gespoilert zu werden? Das ist wohl etwas schwierig. Etwas mehr Rücksicht wäre also angebracht. Auch ich muss natürlich versuchen, in meinen Videos möglichst nicht zu viel zu verraten. Versucht es daher bitte auch in den Kommentaren. Cheater und Hacker. Die einen wünschen sich mehr Crossplay, die anderen wollen das möglichst nicht. Besonders Konsolenspieler sind oft nicht scharf darauf, mit PC-Spielern zusammengewürfelt zu werden. Nicht nur, weil diese mit Maus Vorteile beim Zielen haben, sondern auch, weil sich Spieler am PC deutlich leichter manipulieren lassen als an einer Konsole. Folglich muss man bei so manchem Spiel damit rechnen, auf Cheater zu treffen, die sich unfaire Vorteile im Spiel verschaffen. Als PC-Spieler ist man Kummer gewohnt. Es gibt so einige Spiele, die laufend mit Cheatern zu kämpfen haben und es einfach nicht in den Griff bekommen. Schwierig ist das natürlich auch besonders bei Free-to-Play-Games. Denn was nützt es, einen Cheater zu bannen, wenn er sich einfach kurzerhand kostenlos einen neuen Account anlegen kann? Die Schriftgröße. Nicht jeder hat einen 65-Zoll-Fernseher oder etwas noch Größeres zu Hause rumstehen. Und die meisten sitzen, insbesondere im Wohnzimmer, nicht super dicht vor dem Display, sondern halt auf dem Sofa ein paar Meter entfernt, um entspannt zu zocken. Da kann es ganz schön nerven, wenn man die Augen zusammenkneifen muss oder sogar aufstehen und näher rangehen muss, um bestimmte Texte zu lesen. Manche Spiele haben Optionen, das HUD oder die Schrift im Spiel zu vergrößern. Viele aber auch nicht. Das macht es nicht nur Leuten mit kleinen Fernsehern, sondern auch Menschen mit Einschränkungen unnötig schwer. Andersrum ist es praktisch, wenn man nah dran spielt, das HUD verkleinern zu können, damit es nicht unnötig viel Platz vom Bild wegnimmt. Kurzum, eine vernünftig skalierbare Benutzeroberfläche und mindestens skalierbare Textgrößen sollte jedes Spiel haben. Hausaufgaben. Warum spielen wir Videospiele? Es ist vielleicht etwas zu allgemein, aber ich würde mal behaupten, um Spaß zu haben. Nun gibt es sicher auch Leute, denen Hausaufgaben Spaß machen, aber zumindest ich konnte mich nie dazu zählen. Dementsprechend bin ich auch kein Fan davon, wenn mir Spiele Aufgaben geben, die sich wie Hausaufgaben anfühlen. Spiele nennen das dann gern Herausforderungen oder Challenges, die insbesondere Service-Games einem täglich aufgeben. Mach 10 Granatenkills oder 20 im Liegen oder sammel 50 mal dies und das. Wenn man ein Spiel wirklich jeden Tag spielt, sorgt das sicher für eine gewisse Abwechslung. Man darf aber nicht vergessen, dass sich manche dieser Aufgaben in Multiplayer-Games gerne auch auf andere Spieler auswirken. Statt vernünftig im Team mitzuspielen und zu machen, was sinnvoll ist, wird nur der aktuellen Challenge nachgejagt. Hier sollten Game Designer schauen, dass sie Aufgaben entwerfen, die nicht im Konflikt mit Teamplay oder dem Spielspaß anderer stehen.
Überteuerte Ingame-Käufe. Ob Free-to-Play oder nicht, viele Titel bieten inzwischen reichlich Ingame-Käufe an, um den Spieler von seinen Ersparnissen zu befreien. Neue Kämpfer in Spielen wie Mortal Kombat werden nicht mehr freigespielt, sondern frei gekauft. Es sei denn, du hast vorbestellt, dann hast du einen Kämpfer mehr als andere Spieler. 6 Euro für einen Kämpfer ist im Vergleich zu dem, was andere Spiele abziehen, aber gar nicht teuer. Ist es nicht schön, dass Spieler auch noch Jahre nach dem Release per Patch neue Mikrotransaktionen bekommen können? Oh, aber es gibt gerade 50% Rabatt und ich muss statt 40 Euro nur 20 Euro für ein paar Skins zahlen. Na dann sollte man aber schnell zuschlagen, bevor der Rabatt weg ist. Am meisten kann man aber sicherlich bei sehr beliebten Spielen für diverse Ingame-Käufe verlangen. Völlig egal, ob das Spiel schon was gekostet hat oder nicht. Da gibt es dann Player-Skins, Waffenskins und natürlich Emotes und Gesten, die zum Teil völlig albern sind. Oh, und Lootboxen. Hier ein Sonderangebot als Einstiegsdroge. Nur 5 Euro für 5 Lootboxen und ein legendäres Extra. Das ist aber auch so toll, die zu öffnen. Toxische Communities. Jeder, der schon mal ein Online-Multiplayer-Game gespielt hat, kennt das sicherlich. Leute, die sich aggressiv oder kindisch verhalten. Oft liegt es natürlich auch daran, dass es schlicht Kinder sind, die das jeweilige Spiel vielleicht besser noch gar nicht spielen sollten. Manch einer wünscht sich da getrennte Lobbys für Kinder und Erwachsene, was wohl allerdings schwerlich umzusetzen ist. Aber auch bei den Erwachsenen gibt es Leute, die sich besser fühlen, wenn sie andere runtermachen. Manche meinen alles sehr ernst, als wäre es kein Spiel, sondern als ginge es tatsächlich um Leben und Tod. Manchmal wird aber auch einfach nur getrollt. Das ist nicht immer so gut zu unterscheiden, aber es ist gleichermaßen nervig. Auch außerhalb der Spiele sind die Leute natürlich unterwegs und nörgeln an allem rum, was die Entwickler tun. Es ist sowieso alles falsch. Das Spiel sollte nur auf sie, die echten Fans, ausgerichtet werden und auf keinen Fall auch diese dreckigen Casuals berücksichtigen. Ladepausen. Ladezeiten fühlen sich einfach nur nach Zeitverschwendung an. Besonders bei Spielen, die große, offene Welten berechnen müssen, kann man auf der alten Konsolengeneration gerne mal mehrere Minuten warten. Auf PCs und den neuen Konsolen mit ihren schnellen SSDs ist das Ganze meist deutlich reduziert. Einzelne Spiele haben bereits gezeigt, dass Ladezeiten inzwischen gänzlich vermieden oder zumindest kaschiert werden können. Doch wir sind in einer Zeit der Cross-Generation und viele Spiele müssen auch noch für die PS4 und Xbox One mitsamt ihren Beschränkungen angepasst werden. Sehr deutlich wird das bei Outriders, wo das Gameplay immer wieder von Schwarzblenden und kleinen Animationen unterbrochen wird. Auch auf den neuen Konsolen. Hier sind Ladepausen zwar sehr kurz, aber das Gameplay wird immer wieder von diesen kleinen Szenen unterbrochen. Auch das beliebte Laden, während man sich durch einen schmalen Spalt quetscht, dürfte wohl mit der aktuellen Konsolengeneration langsam weniger werden. Geplanter DLC. Ein neues Spiel wird angekündigt und kurz vor Release werden uns direkt die DLC-Pläne offenbart, die man als Teil der Ultimate Edition mit Season Pass auch meist direkt dazu kaufen kann. In der Regel ist es ganz klar, dass die Inhalte noch nicht fertig sind und nach dem Launch richtig entwickelt werden. Wenn es nur Concept Art gibt, ist es also eigentlich ein gutes Zeichen. Es wurde also nichts weggelassen. Aber man kauft hier natürlich die Katze im Sack. Niemand weiß, wie gut der neue Content werden wird und oft genug wurden die Erwartungen bei DLC-Inhalten nicht erfüllt. Manchmal scheint es auch so, dass die Spiele während der Entwicklung richtig beschnitten werden, um den Rest des Spiels irgendwann später zu veröffentlichen. Die Story wird dann im Hauptspiel einfach gar nicht abgeschlossen. Stattdessen werden am Ende Ereignisse angeteasert, die man dann erst im DLC erleben kann. Manchmal kommen solche Updates kostenlos, manchmal sind es kostenpflichtige Inhalte. Das Entscheidende ist aber, dass man ein Spiel kauft, das beim Launch nicht so richtig vollständig scheint und das nervt. Battle Pässe. Oder eigentlich Battle Passes? Völlig egal. Die Dinger versprechen euch viele tolle Freischaltungen und spielen mit der FOMO. Also der Angst, etwas zu verpassen. Für Hardcore-Zocker, die wirklich nur ein Spiel spielen, ist das vielleicht eine schöne Karotte vor der Nase und es ist sicher auch das Ziel dieser Pässe, Leute dazu zu bringen, mehr zu spielen. Die meisten dürften aber 100 Stufen in einem Battle Pass als etwas extrem empfinden. Und irgendwie fühlen sich solche Teile in Spielen, für die man bezahlt hat, nicht richtig an.
Auch im kommenden Battlefield 2042 wird es ein Battle Pass System geben. Und dieses Spiel kostet auf den neuen Konsolen mal eben 80 Euro. Angeblich soll man auch alles mit dem kostenlosen Battle Pass erspielen können. Aber der Premium Battle Pass muss ja auch irgendwelche Vorteile für zahlungswillige Spieler haben. Das neue Halo Infinite, dessen Multiplayer Free-to-Play sein soll, wird ebenfalls ein Battle Pass System haben. Aber, und das ist neu, die gekauften Pässe werden nicht ablaufen. Es muss sich also keiner stressen und in kürzester Zeit dutzende Matches spielen, um noch möglichst viel aus dem rauszuholen, was man ausgegeben hat. Das ist zumindest mal eine leicht positive Entwicklung. Wenn ihr wissen wollt, was anderen noch so auf die Nerven geht, schaut euch doch noch die anderen Videos über weitere nervige Dinge an, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt gerne, was euch beschäftigt, in die Kommentare. Ich lese mir jeden neuen Kommentar durch. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniert doch einfach den Kanal, um weiterhin neue Mittagspackung-Videos mitzubekommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!